Ares, du Stärkster der Starken, du kräftiger Arm, trägst die Schilde. Höre mich, Herr der Gerechten, und scheine herab auf mein Leben. Schenk mir die Kraft des Krieges. Kräftiger Arm, kräftiges Mundwerk. Du hättest mal versuchen sollen, ihn als Kind zu bändigen. Phoenix ließ die Füße des Kriegsgottes hinter sich, die so viele Gegner zu Staub zermahlen hatten. Ich wollte dich nicht begrapschen, Ares. Entschuldige. Die feinen Linien der Statue zeugten von Ares herausragender Stärke und seinem muskulösen Körperbau. Nichts im Vergleich zu mir in jungen Jahren.
Die Höhle des Krieges. Heimstätte von Ares beeindruckender Festung. Von Skelettbergen gefallener Kreaturen. Und von bodenlosen Schluchten, die ins Nichts führen. Einladend. Phoenix entdeckte von der Spitze des Kriegsgottes aus eine Bestie von so stattlicher Größe, wie sie keine gewöhnliche Kreatur erreichen konnte. Ah, das muss mein Sohn sein. Er ist nicht das schärfste Schwert des Heeres, aber er wird Phoenix erledigen. Glaub mir. Einen Schritt näher! Ich bin Ares, der mächtige Gott des Krieges! Ich reiße dich in Stücke und zermalme dich zu Staub in meinen Pranken! Großer Ares, mein Name ist Phoenix. Ich bin gekommen, um Typhon zu besiegen. Und dafür brauche ich Hilfe von dir, dem Gott des Krieges. Glaubst du, meine mächtige Klinge stünde jedem Dahergelaufenen zur Verfügung? Mach dich nicht lächerlich. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich schaffe es nur nicht ohne dich. Meine Geduld ist am Ende. Flieh, Sterblicher, bevor du Zeuge deines vernichtenden Untergangs wirst. Ich werde mich an deiner Leber laben und an deinen Augäpfeln und zu guter Letzt an deinem zitternden, furchtsamen kleinen Herzen. Mist. Na schön, ich bin aufgeflogen. Bring es hinter dich, rupf mich, dann hat das Schleid ein Ende. Na los! Was? Nein, nein, beruhige dich, ich... Entweder du erweist mir die Ehre, oder die übernehmen das. Ah!
Jetzt nimm auch mein Leben. Schlitz mich auf. Ich bin ein Huhn. Ein armseliges, gackerndes Federvieh. Ich suche nach Ares. Ist er nicht? Ich bin es. Ich war einst der mächtige Kriegsgott. Nun bin ich nur noch ein Haufen Federn. Bist du sicher? Hinterlässt der Bär im Wald seine Haufen? Verzeih. Rupf mich schon. Erspar mir diese Schande. Aber du bist Ares, der mit seinem Wagen an vorderster Front kämpft. Sparta verdankt dir all seine Siege. Wo ist dein berühmter Stolz? Dein unbändiger Zorn? Hättest du nur unbändigen Zorn, dann hätte das hier ein Ende. Niemand schert sich noch ein Korn um mich. Seit wann kümmert den mächtigen Ares die Meinung anderer? Du hast Kriege entschieden. Du kannst auch Typhon besiegen. Du kannst doch immer noch Pläne schmieden, oder nicht? Sieh mich an. Ich kann nicht mal ein Schwert halten. Ein Papa auf dem Schlachtfeld und alle lachen mich aus. Selbst meine geliebte Aphrodite wies mich ab, als sie mich sah. Ich habe Aphrodite zurückverwandelt. Ich glaube, du hast immer noch eine Chance bei ihr. Was? Eine wunderschöne Göttin und ein Huhn? Das ist bestimmt strafbar. Ganz sicher nicht strafbar. Sieh mal, meine Kameraden, die Leute aus der Stadt, mein Bruder, sie alle wurden von Typhon verflucht. Sie brauchen deine Hilfe. Du kannst mein Herz so sehr erweichen, wie du willst, aber Tatsache ist, dass dieses Tier dir nicht helfen kann. Ich bekomme Aphrodite nicht zurück und du kannst keinem Huhn den Hals umdrehen. Dein Bruder ist so gut wie tot. Hey! Geh, ich will in Ruhe weinen. Was ich allerdings auch nicht kann, weil Hühner ihre Emotionen nicht durch Tränen ausdrücken. Sie fressen sie in sich hinein, für alle Ewigkeit. Dann werde ich Aphrodite sagen, dass du aufgegeben hast. Was war das gerade? Ein Huhn ist eben ein Huhn. Ich sag dir besser gleich, dass du nicht kampftauglich bist. Vergessen wir deine Essenz. Du wirst dich nie zurückverwandeln. Schön. Sag ihr, wie nutzlos ich bin. Selbst wenn mir die Essenz helfen könnte, schafft es sicher kein Sterblicher in das Gewölbe. Also vergiss es. Ist schon vergessen. Aber nur so aus Neugier. Wo wäre dieses Gewölbe denn? Da unten, verborgen hinter Trümmern. Man kann es nicht freilegen. Auch nicht mit diesem riesigen Speer? Probieren wir's. Bär, kannst du mir helfen? Richtig positionierter Riesenspeer. Die Höhle ist offen. Dann gehe ich mal rein. Gut. Ist deine Beerdigung. Ruhe in Frieden. Eines noch. Deine Chancen sind gleich null. Aber mit meinem Segen werden daraus 0,1. Bär, nein! Sieh mich an! Du bist nicht bereit!
Mein Sohn ist ein Huhn. Das passt ja. Er war vom ersten Tag an eine einzige Enttäuschung. Säuglinge. Richtige Schmarotzer.
was diese Ketten hier wohl festhalten? Tief im Gewölbe fand Phoenix eine in Ketten gelegte Statue, die aussah wie Kottos, der Hundertarmige. Was hat ihn verraten? Seine 100 Arme? Diese Ketten lassen sich also brechen. Yep.
Wenn ich entkomme, werde ich einen endlosen Krieg führen.
Typhon wird in meiner Wut ertrinken! Mein Zorn ist unkontrollierbar!
was für ein Krieg sich in mir zusammenbraut. Es wird Krieg herrschen! Der Zorn der Götter verlangt, entfesselt zu werden! Huh.
nicht ewig bändigen, Typhon! Als die Ketten gesprengt waren, schien die Statue seinen Namen zu rufen. Endlich passiert hier mal was! Thank you.
Kannst du mich hören? Ares schickt mich, seine Essenz zu holen! Bei den Göttern, wer war dieser Dieb? Ich hoffe, Ares weiß, was zu tun ist. Wenn Ligyro nicht versteinert wäre, hätte er die Essenz sicher schon. Und einen Orden obendrauf. Phoenix, streng dich an! Tja!
Du bist noch nicht dran. Entschuldige dich nicht. Bessere dich. Ich war im Gewölbe. Aber jemand war vor mir da und hat deine Essenz gestohlen. Der Dieb könnte überall sein. Es musste so kommen. Das ist das Ende. Wir sind erledigt. Gute Nacht. Was sage ich Aphrodite? Sag ihr, ich bin auf dem Weg, um mich von einem Wagen überrollen zu lassen. Als ob der es bis zur Straße schafft. Gut, mache ich. Warte, wir könnten den Dieb mit Hilfe von Amazonen finden. Du weißt schon, meine Töchter, die liefern den Dieb noch heute mit ihren unvergleichlichen Fährtenleseinstrumenten. Das könnte klappen. Freu dich nicht zu früh. Sie sind nicht besonders gut auf mich zu sprechen. Nur lange Geschichte. Aber sie haben mir mal ein Fährtenlesegerät geopfert. Es ist in meiner Festung, aus der mich Typhon ausgesperrt hat. Es ist aussichtslos. Vater hatte recht. Ich habe ein Spatzenhirn. Außer? Der Klang meiner Salpings könnte das Tor öffnen. Ich habe sie versteckt, damit sie Typhon nicht in die Tentakel fällt. Deine Salpings? Ich werde mir ein Stück überlegen müssen. Für wen hältst du dich? Aphrodite? Du kannst dein Instrument des Krieges nicht einfach so spielen. Es gehört mehr dazu. Außerdem brauchst du Typhons Tributmelodie, um das Tor zu öffnen. Ach ja? Was ist das für eine Melodie? Typhon ist kein gewöhnlicher Narzisst. Er zwang Pan, ihm dieses Lied zu widmen und sagte dafür, dass sich die Tore nur zu seinem Klang öffnen. Pan schrieb es irgendwo in einer Höhle. Das ist deine beste Spur zu der Melodie. Sobald du alles hast und noch am Leben bist, spiel sie vor den Toren der Festung, um sie zu öffnen. Hey, wo ist meine Tributmelodie? Das wären wohl die Rülpser der Trunkenbolde nach zu viel Wein. Wäre das Kriegsgeschäft nicht so lukrativ, hätte ich mir bestimmt das Salpings-Spielen herausgepickt. Ares an der Salpings war ein kriegerischer Akt.